Tag und herzlich willkommen alle zu Builder Simulator Bunker. Wo sind wir jetzt, Alter? Oh, schön, du, schön, Alter. Ist ja wunderbar. Ja, nee, heute werden wir Bunker bauen, wie schon im Titel stand. Heute werden wir Bunker bauen. Geil, einfach geil! Oh, jetzt muss ich Tutorial machen, Mann. So, jetzt nehmen wir den Bums, so, jetzt mach ich einfach hier weiter. Oh, nee, Mensch. Ja, also wenn es so einfach geht, dann ist ja wirklich schön, Alter. Dann baue ich auch ein Haus, aber selber. Kaufe ein Brett. Ja, und habe ich jetzt hier irgendwo Bestellliste? Geschäft? Hä? Hallo? Kann ich hier verschieben? Nein. Wo kann ich... Mann! Wo gibt's hier irgendwie eine Einkaufsliste oder so? Gibt's hier irgendwo eine Einkaufsliste? Irgendwo Einkaufsliste. Vor allem deswegen, hier kommen halt auch keine anderen Bretter oder so. Wenn ich jetzt schon hier verkacke, wenn ich jetzt schon... Wow! Was du ne bist am Arsch? Meine Mama hat schon immer gesagt, ich bin dumm. Wie da hinten die Bretter runterfliegen, ey. Boah, halt dein Maul, Junge. Halt dein Maul, bitte. Bitte! Ich hasse mein Leben. Ich will meine Augen mit ätzender Säure auswaschen. Gib es her, Junge. Nur weil ich klein bin, ne? Nur weil ich klein bin. Zementmischer. Zwei. Schön. Ja, ne? So ist halt das Leben, ne? Ich glaube, also ich persönlich würde, bevor ich eine Toilette in Bunker baue, würde ich erstmal den Bunker an sich ausgraben. Aber ja. Ich will nicht mehr. Oh, Alter, scheiße, Junge. Beruhig dich, hallo. Ein Stahlträger. Ja, für eine Wand. Wenn ich eine Wand platzieren will, brauche ich einen Stahlträger. Ey, das ist doch richtig. Komm runter! Ihr habt gesehen, guck, ein Stahlträger. Dieser Stahlträger ist so groß. Ich glaube, ich bin der Erste, wo es geschafft hat mit einem Stahlträger. Toll, bitte. Okay, guck mal, ich cutte jetzt gar nichts, okay? Ich mach mal Editing aus, ich mach jetzt alles mal aus. So ist es gerade für mich. Also aus einem kleinen Stahlträger, wo so groß ist, habe ich das hier gemacht. Und jetzt achte mal drauf, ich mache jetzt mal Uncut. Ich tue nur mit dem Schweißer das Zusammenschweißen. Nice. Wirklich. Und dafür, und das ist meine Lebenszeit, versteht ihr? So, Mission, kleiner Auftrag. Ich habe das Tutorial gespielt. Hey, meine Wahl! Hey, ja! Halt dein Maul! Du Arschloch! Ey, halt deine Schnauze! Wirklich, ich hab noch nie so ein schönes Spiel gespielt! Hab gerade richtig schön gespuckt, ich hoffe, ihr habt's gehört. Wirklich, ich verstehe wohl nicht, wie Leute sagen können, ey, sowas. Das ist mein Leben. Das spiele ich. Ja, es. Ja. Ein alter Freund hat sich schon immer einen kleinen Bunker in seinem Garten gewünscht. Ja, ey, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich auf die Terrasse gehe und so im Garten runtergucke. Boah, so ein Bunker. So ein Bunker wäre schon geil, Alter. Genau. Ja. Ah, ja geil, jetzt habe ich hier wieder ein Loch drin. Oh, guck mal, ich probiere mir jetzt wirklich die Mühe zu geben, okay? Aber wie will ich... Guck mal, wer hat sich diese Scheiße ausgedacht? Diese Grabfunktion. Da, man kann doch gar nicht richtig graben, guck mal, man kann es doch nicht mal. Man kann nicht richtig graben. Guck mal, es geht doch gar nicht. Wie will ich hier normal graben?
bin ganz normaler Staatsbürger. Ja, mein Tagesziel wäre, meinen ersten Bunker hier zu bauen, weißt du? Hier richtig schön auf die Terrasse, Junge. Arschloch, ey. Ja, da fragt man sich halt auch, warum, ne? Weil man kann ja auch eigentlich zwei Bretter auf einmal tragen. Eigentlich. Böden bauen. Ich brauche nur einen Boden. Dann wird... Geil, Junge, ich habe einen richtig schönen Krater in seinen Scheißgarten gekramt. Geil, Junge, kann alles wieder zuschütten, das Arschloch. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Ein Boden gebaut, jetzt brauche ich noch vier Wände. Ich komme nicht mehr raus. Geh da nicht rein! Ach du Kacke, irgendwas ist weggeflogen. Wenn er ist gut, ja, wenn er, alles gut. Ja, ich habe noch nie so ein schönes Spiel gesehen. Auch beruhigend irgendwie. So ein Donkerfan. Ich hätte hier einfach von Anfang an auf dem Weg einfach hinklatschen können. Aber hey, egal. Ach du Scheiße. Ich brauche ja ultra viel. Ich brauche noch Bretter für den Bums. Das war ja im Tutorial, war das ja ultra einfach. Tut mir leid, kann man nichts machen. Auf einmal ist im Garten eine Bunkeranlage. Da brauche ich noch eine. Oder lass ich alle bauen. Aber nicht ich. Oh. Och, nee. Weiß ich nicht, ich muss das. Oh, nee. Ja, zwei. Alter. Oh! Oh, voll auf die Bühne, Alter. Oh! Oh! Batsch, Junge. Oh, der kam von ganz unten. Er will einen Mini-Bunker. Wo? Keine Belüftung, ist gar nichts, also einfach nur ein Bett und eine Toilette zum Scheiße rein. Bevor ich mir einen Bunker holen will, will ich vielleicht erstmal ein Haus upgraden. Das ist ganz normales Beton, ist kein Stahl, du voll. Das ist ganz normales Beton. Und Holz sogar noch. Der Typ, wo die Spiele entwickelt hat. Ich hasse dich. Wegen dir muss ich das jetzt hier machen. Bitte. Bitte hör auf. Bitte lass es. Zwei Eimer. Wenn ich jetzt noch gleich nochmal nachfüllen muss. So, sonst ist es okay. Okay. Ich bin zwar nervig am Ende, ich würde es am liebsten einfach aufhören. Aber wir sind kurz davor, Jungs. Ich weiß, ihr wollt nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Aber es ist noch kurz davor, es ist nicht mehr viel. Ey, wenn ich dafür jetzt irgendwie noch Holz, Beton und Stahlträger brauche, dann raste ich aus. Wir brauchen nur den... Hallo, Schraubenzieher. Schön. Und rein, Jutti. Das gleiche müssen wir jetzt bei der Toilette auch machen. Ey, falls ihr mal ein Bett bauen wollt, mein Tutorial, ihr braucht nur vier Schrauben. Entschuldigung. Falls ihr mal ein Bett bauen wollt, ihr braucht nur 8 Schrauben vom Experte. Einfach 8 Schrauben in die Luft reinschrauben. Habt ihr ein Bett. Versteht? Ich verstehe aber die Leute nicht, wo die so anstellen. Mit Holzbalken und so. Braucht man doch gar nicht. 8 Schrauben und das Ding sitzt. Guck, da ist es. Tu mal selber nachdenken über deine dumme Frage. Tu mal kurz selber, was du gerade gesagt hast, selber nachdenken. Die letzte Schraube. Freiheit. Ich möchte einen oberirdischen Bunker mit einem getarnten Eingang. Der Schutzraum sollte über eine Solaranlage verfügen und eine vierköpfige Familie versorgen können. Halt deine Fresse. Ich gehe zum Arbeitsamt, das war's. Ich mach gar nichts mehr. Ich gehe zum Arbeitsamt. Fick dich. Ciao.
Nee, die Scheiße ist einfach nichts für mich. Scheiße ist nichts für mich. Die Nerven liegen blank. Liken, abonnieren, ne? Okay. Tschüss.